Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Vitamine zum Trinken. Wir machen heute Smoothies und zwar zwei Smoothies. Einmal einen Mango-Orangen-Smoothie und dann einen Blaubeer-Smoothie, Blaubeer-Banane-Smoothie. Ich weiß gar nicht, wann dieses Wort Smoothie zum ersten Mal überhaupt in der deutschen Sprache aufgetaucht ist. Ich wüsste auch nicht, wie ich das sonst nennen sollte. Wir haben mal früher dazu gesagt. Früher war das eher vielleicht ein Milchshake oder ein Fruchtsaft oder was auch immer. Smoothie. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wie das geht, das erkläre ich euch jetzt. Für unseren ersten Smoothie, unseren Blaubeer-Smoothie, habe ich 300 Blaubeeren hier für euch schon mal in einer Schale abgewogen. Ihr könnt natürlich auch, wenn er eiskalt sein soll, TK-Blaubeeren nehmen. Heidelbeeren sind übrigens das Gleiche. Übrigens, ich meinte 300 Gramm Heidelbeeren, ne? Nicht 300. Also ich habe ja nicht... Eine Banane kommt ebenfalls rein, die mache ich schon mal in Stückchen, dann ist es einfacher für den Kessel das gleich zu zerteilen. 100 Milliliter Wasser kommen ebenfalls noch hinzu und Buttermilch 500 Milliliter. Zu Hause mache ich das übrigens mit Kefir, den setze ich selbst an und dann gibt es bei mir Mangolassi mit Kefir. Tolle Geschichte, aber wir haben keinen Kefir. 20 bis 30 Gramm Honig sollen jetzt noch rein. Ich nehme jetzt Agavendicksaft, den kann man auch zum Süßen nehmen, da ich Honig nicht besonders gut vertrage, wenn er nicht gekocht wird. Also mach das so ein bisschen nach Augenmaß, nicht zu viel, denn die Blaubeeren sind ja auch schon süß genug. Das Ganze pürieren wir jetzt 2 Minuten auf der höchsten Stufe, nämlich Stufe 10. Das ist jetzt ordentlich püriert. Davon gehe ich mal aus und hat auch eine schöne Farbe. Ich gieße das jetzt hier in so eine Karaffe mal rein, hoffentlich unfallfrei. Wie gesagt, wenn ihr Tiefkühlblaubeeren nehmt, ist das Ganze natürlich schon gleich auf eine entsprechende Temperatur heruntergekühlt. So könnte man ihn natürlich auch in den Kühlschrank stellen. Braucht man aber nicht. Ich muss es auch nicht so eiskalt haben. Die andere Sache ist die, durch die Buttermilch und durch die Banane ist es vor allen Dingen auch ein wirklich sehr gesunder Sattmacher. Und das bei wirklich wenig Kalorien. Die Frage ist halt auch nur, wie schmeckt's? Und die Antwort ist gut. Also mir auf jeden Fall, weil ich mag Buttermilch, ich mag Kefir. Blaubeeren sowieso. Also ganz schnell zubereitet. Für morgens zum Frühstück, vielleicht auch zum Mitnehmen, wenn es mal schnell gehen muss, solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe aber noch einen zweiten Smoothie für euch und den machen wir jetzt. Unser zweiter Smoothie wird ein Mango-Orangen-Möhren-Smoothie mit Mango, Orangen und Möhren natürlich und Agavendicksaft zum Süßen. Zwei Orangen habe ich euch hier schon mal geschält, die Kerne entfernt, das sind etwa 300 Gramm, die kommen in unseren Kessel. Eine Mango ebenfalls entkernt und auch hier ganz wichtig, Schale abmachen. Dann zwei Möhren, auch geschält. Die hätte ich schon mal in Stücke machen können, damit der Kessel nicht so viel Arbeit hat. 250 Milliliter Wasser und nochmal, 3 Esslöffel Agavendicksaft. Das Ganze wiederum 2 Minuten auf Stufe 10 pürieren und dann ist auch schon fertig. Unser Mango, Orangen, Möhren, Fruchtgetränk. Bis gleich. Und damit ist auch unser zweiter Smoothie fertig. Und der sieht richtig, richtig gut aus. Schöne Farbe und mit Sicherheit auch sehr lecker. Oh, die Hälfte daneben gekippt gerade. Na gut. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und schmeckt auch sehr gut. Also, heute ist ein gesunder Tag. 2 Smoothies.
Ja, wobei ich den auf jeden Fall kühlen würde. Man könnte auch statt 250 Milliliter Wasser nur 100 Milliliter Wasser reinmachen und irgendwie noch, keine Ahnung, 200 Gramm Eiswürfel oder so. Die schreddern ja dann mit. Dann ist er auf jeden Fall gekühlt. So müsstet ihr den dann in den Kühlschrank stellen. Ich finde es absolut lecker. Smoothies gibt es ja wie Sand am Meer. Und mit Sicherheit gibt es unter euch ganz viele, die den Thermomix zum Smoothie machen nutzen. Wäre froh, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, was eure Lieblingssmoothies sind. Schickt mir doch eure Rezepte. Vielleicht kochen wir die dann hier nach in der Wunderkesselküche. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt gesund.